die Sehnsucht, eben aus diesem miesen Novemberwetter, nass, matschig, möchte ich entlang, praktisch über die Felder in die Berge, wo schon der Schnee liegt. Heute probiere ich etwas Neues. Ich werde nämlich die Skizze zu dem Gemälde digital erstellen und zeichne sie auf dem Tablet. Ja, grüß euch. In diesem Video male ich von einem Foto ab, was ich nicht selbst geschossen habe. Das tue ich selten und das tue ich nicht gern. Am allerliebsten bin ich ja selbst mit der Staffelei vor Ort. Oder wenn, dann verwende ich gerne Fotos, die ich selbst gemacht habe, wo ich schon achten kann, dass dies auch eine gute Umsetzung als Gemälde geben kann, weil das ist nicht bei jedem Foto so von Haus aus gegeben. Aber dieses Foto habe ich im Instagram-Account von einer Freundin gefunden und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich es mir gespeichert habe. Die Alexandra ist eine Reisebloggerin, die ist ganz viel unterwegs in der Welt, sehr oft in Indien, aber mag eben auch die bayerischen Berge und da ist sie ganz oft auch oben am Hochkraxeln, macht Fotos von den Bergen und das ist immer ein großer Gewinn, ihrem Blog zu folgen. Und weil sie wirklich, also nicht nur eine sehr professionelle Schreibe hat, also das ist ganz, ganz toll, sondern sie hat eben auch ein Gefühl für Bilder und das ist nicht so häufig zu finden, dass das eben gut harmoniert. Also ich würde euch sehr empfehlen, ihrem Blog oder ihrem Instagram zu folgen. Und ich hoffe auch, dass ich sie damit ein bisschen milde stimmen kann, indem ich sie verlinke, dass ich einfach ihr Foto geklaut habe. Ich habe das schon vor längerem mal gefunden. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es mir gespeichert habe. Und dann habe ich es auf meinem Tablet schon gehabt und habe mir gedacht, wieso male ich jetzt nicht einfach mal die Skizze für dieses Gemälde digital? Ich habe vor vielen, vielen Jahren es schon mal versucht, digital zu zeichnen und bin extrem gescheitert, weil ich sehr, sehr schnell arbeite und die Umsetzung von dem Stift auf dem Grafiktablett, die hat einfach meinem Temperament nicht entsprochen. Und auch jetzt habe ich noch immer wieder so ein paar Hakeligkeiten gehabt, die ich aber mit besseren Einstellungen auch wieder besser hinkriegen werde. Es war für mich jetzt nach langer, langer Zeit wieder das erste Mal, dass ich es eben versucht habe. Und ja, dann habe ich gedacht, lasse ich euch daran teilhaben, wie ich eben eine Skizze digital auf dem Tablet mache. Und wie schon beim letzten Mal gemacht, weil es so unglaublich gut ankam, werde ich jetzt es wieder tun. Ich schaue mir jetzt hier meinen Zeitraffer hier auf meinem Tablet eben an und erzähle euch ein bisschen was dazu, was ich denn da dann alles getrieben habe. Also dann Film ab. Ja, also das hier ist jetzt das Bild von der Alexandra. Und das habe ich hier eben auf dem Tablet und habe das hier in mein Programm reingeladen. Das Programm heißt Procreate. Das ist relativ günstig, das kann man sich dann so im App Store kaufen. Und was ich mache, ich ziehe das jetzt hier einfach quasi auf die Größe meiner digitalen Leinwand und schiebt es so ein bisschen hin, wie ich es haben will. Ich habe eine quadratische Leinwand nehmen wollen, weil ich finde, das Bild eignet sich für eine quadratische Umsetzung und es passt auch ein bisschen zu Instagram, wobei die Alexandra es gar nicht im typischen quadratischen Instagram-Format gemacht hat. Ja, ich setze jetzt eine neue Ebene über die Fotoebene und mache die Deckkraft, reduziere ich, dass ich eben nur so ein bisschen, ja, eine Ahnung habe von dem, was eben auf dem Foto drauf ist und mal da jetzt eben mit dem Stift, da habe ich dann so eine Skizzen-Bleistift-Pinsel, die kann man da auswählen und da fahre ich jetzt einfach diese Formen von diesen Strohballen nach. Das
macht es einem halt wirklich einfach, weil man wirklich sieht, wo was ist. Schon Albrecht Dürer hat sich ja so einen Rahmen gebaut, wo er so mit Fäden sich ein Raster zurechtgelegt hat, um eben seine Modelle wirklich auf die Leinwand oder aufs Papier zu übertragen. Da haben Künstler schon immer Wege gesucht, um ja, diesen bisschen lästigen Arbeitsschritt eben zu messen, zu schauen, wie ist der Abstand zum Rand, wie groß ist das Verhältnis vom Berg zu See, zu Strohballen. Und da kann man das eben ganz schnell einfach so nachzeichnen. Aber ihr seht, das geht hier ganz fix, aber das ist keine schöne Zeichnung. Wenn ihr euch das dann mal anschaut, wenn ich die untere Ebene dann ausblende, dann hat man wirklich eine krackelige, ungelenke Nachfahrlinie. Wenn ihr euch das anschaut, das ist als Zeichnung unerträglich und wäre nicht zu verwenden. Aber es geht wirklich nur darum zu sehen, wo ist was, damit man weiß, stimmen die Proportionen. So, was ich dann mache, ich wähle dann einen anderen Pinsel aus. Da habe ich so einen ganz einfachen, irgendwie, ich glaube Acryl heißt dieser Pinsel. Ich weiß nicht, warum der Acryl heißt, den habe ich ausgewählt. Und ja, mal jetzt einfach mal die Flächen rein, wie ich es normal in der Malerei eben auch tun würde. Und ihr seht, wenn ich mit dem Finger auf das Foto gehe, da nehme ich die Farbe ab. Das ist wahnsinnig praktisch. Da kann ich einfach gleich die richtige Farbe eben auswählen und habe sie automatisch eben dann auf meinem digitalen Stift. Die Zeichnung werde ich später dann ausblenden. Die ist eben jetzt nur noch dafür da, dass ich eben weiß, wo ist was im Bild. Und da immer wieder hole ich mir die richtige Farbe und muss nichts mischen, muss nicht mit Paletten rummachen. Ich weiß genau, das ist die Farbe vom Foto. Und dann kann ich sie später ganz bewusst ändern, wenn ich das möchte. Aber jetzt erst einmal habe ich genau die richtige Farbe ausgewählt. Und man muss sagen, ich bin ziemlich gut zurechtgekommen mit dem Tablet. Die Striche waren mir ein bisschen zu nachgebessert. Also da gibt es auch Einstellungen, die eben den direktere Umsetzung oder die so ein bisschen eine Malhilfe, die habe ich dann später irgendwann mal ausgeschaltet, weil die ja, mich eher gestört hat. Das liegt eben an meinem Temperament, weil ich doch relativ schnell und relativ wild eben drauf hau. Und da bin ich jetzt mit dem elektronischen Stift auch nicht zart beseiteter. Insofern, das war eben auch der Grund, warum ich früher mit den Technologien einfach nicht so rangekommen bin. Da muss man sehr überlegt sein, da muss man mehr Grafiker sein als Maler, damit man damit hinkommt. Aber jetzt muss ich sagen, funktioniert das einwandfrei. Also man kann sich wirklich diesen Arbeitsschritt tatsächlich digital vornehmen. Es stellt sich natürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, digital zu arbeiten. Und ich muss sagen, also bei diesem Gemälde definitiv nein. Das Tolle am Digitalen ist ja, dass ich ganz einfach korrigieren kann, dass ich sehr einfach radieren kann, dass ich verschieben kann. Und das habe ich da überhaupt nicht getan. Das ist ein sehr einfaches Motiv. Das habe ich einfach runtergemalt. Aber ich wollte natürlich auch was Einfaches nehmen, wenn ich es zum allerersten Mal eben so durchführe. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade beim Porträt oder überhaupt bei einem etwas schwierigeren Motiv es wirklich toll sein kann, wenn man mehr rumprobieren kann, ein bisschen freier arbeiten kann, als nur, dass man da Papier um Papier Skizzen wieder wegwirft und verwirft und neu macht. Ich glaube, was das angeht, kann das eine große Hilfe sein. Und ich möchte das Tablet auch jetzt einsetzen, einmal, wenn es darum geht, Holzschnitte zu machen, weil man da eben die verschiedenen Lagen in Ebenen übereinander legen kann. Da verspreche ich mir schon davon, dass das eine tolle Arbeitsweise ist, die zeitsparend ist und die auch die Qualität verbessern kann. Aber in dem Fall war es einfach mal ein Test und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich einen Zeitraffer für euch vom Malen des Gemäldes. Und dann schauen wir uns an,
wie das ausschaut. Und ihr seht schon, ich finde schon in den allerersten Minuten des Videos sieht es so viel besser aus als die digitale Grafik. Also einfach mit einem dicken Pinsel, ja, auf einer Leinwand, das hat einfach sofort einfach eine ganz tolle Qualität. Also da denke ich schon, das gefällt mir persönlich schon wesentlich besser. Aber ihr werdet sehen, an dieser Stelle, ich male jetzt hier eben gerade die Heuballen hinein. Da ist es natürlich schön, wenn man sowas noch einfach ändern könnte. Nämlich, die waren viel zu weit unten. Und ich habe sie weggewischt und neu gemalt. Bei Ölmalerei kann man das ja auch ganz toll machen. Da ist das ja überhaupt kein Problem. Beim Aquarell wäre das ja nicht möglich. Aber da hätte man natürlich jetzt digital die einfach auswählen können, nach oben schieben und es wäre gewesen. Also was sowas angeht, hat das Digitale natürlich ganz klare Vorteile. Ja, es beginnt wie immer. Ich versuche, die hellen und die dunklen Töne einzugrenzen und zu sagen, was ist das Dunkelste, was ist das Hellste, um so den Gesamtkontrast einfach so ein bisschen feststellen zu können. Und mal da auch immer eben vor und zurück. Es wird wieder was Dunkles, es werden die Hintergründe drüber gemalt, dann male ich wieder den Vordergrund und gehe immer wieder rein und modelliere halt Stück für Stück eben die Formen aus dem Bild raus. Ihr seht, der Kontrast im Bild entsteht durch im Grunde zwei Dinge. Einmal ist es natürlich hell-dunkel, dass ich hier sehe, ich komme von ganz hinten nach ganz vorne, steigert sich so ein bisschen die Dunkelheit. Und der zweite Moment ist eben die Wärme. Ich habe einmal diese warmen Farben von dem Stoppelfeld. Und hier seht ihr, hier gehe ich auch in den Schatten, ja, mit diesem gebrannten Sienna rein, um hier wirklich eine Wärme reinzubringen, eben auch in den Schatten. Und dann sind eben die kühlen Berge, der kühle Hintergrund und die warme Erde eben im Vordergrund, das Korn. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Spannungsfeld, was entsteht. Und was ihr vielleicht auch jetzt schon seht, ist, dass der Himmel eigentlich auch etwas wärmer ist als dann eben der Schnee und die Berge. Und dadurch wird das Bild auch ein bisschen zusammengehalten, dass eben warm, kalt, warm und dann sich eben wieder die Kälte dann wieder in der Reflexion ein bisschen widerspiegelt und so ja, entsteht ein Spannungsfeld. Wenn man jetzt hier im Vordergrund einfach sieht, diese ganzen Halme, die ja überlappen immer. Ich habe die Pfütze, ich habe die überlappenden Halme. Und da ist es immer dieses Vor und Zurück. Ich mal mit dem Weiß rein, das Wasser rein und dann gehe ich wieder drüber eben mit den Halmen, um dann wieder mit dem Wasser wiederum in die Halme reinzugehen. Und dadurch entsteht eine glaubhafte Struktur.
Weil sonst sind das eben übereinanderliegende Striche. Und das darf man nicht vergessen, dass das ja im Grunde einfach nur relativ schnell hingehauene Pinselstriche sind und eben nicht so filigrane Kornähren. Halme, die Ähren sind geerntet worden. Die sind im Bier. Immer wieder ein bisschen nachdunkeln, Schatten wieder dunkler, um einfach zu justieren, wie schaut es am besten aus. Da kommt wieder richtig fette weiße Farbe raus, dass ihr diese Himmelsfarbe und die ja in der Pfütze drin ist. Und jetzt setze ich auch wieder hinten hellere Farbe rein. Dadurch trennt sich jetzt der Berg vom Himmel. Oben kommt die dunkle Wolke und da gehe ich auch eben im dreckerten Pinsel rein. Da ist warm drin, da ist kalt drin, da kommt es eben alles zusammen, neutralisiert sich. Und dann, wenn der Himmel ein bisschen dramatischer geworden ist, dann kann man im Grunde wieder reinsetzen in den Berg hinein, eben den frischen Schnee. Und dann hält das Ganze wieder ein bisschen zusammen. Der Schnee und der Dunst und die Wolken eben drüber. Und da arbeite ich eben auch dieses Schneefeld hier schon ein bisschen aus, weil das ja für mich ein wichtiger Bestandteil ist. Dann auch immer wieder vorne die Halme und eben wieder die Schatten rein. Das ist ein ständiges Hin und Her. Und ein Herumprobieren, bis ich eben wirklich da ganz zufrieden bin mit der Geschichte. Weil diese Heuballen sind nass, die reflektieren den Himmel. Und das ist ja auch das Spannende an diesem Bild. Ja, und langsam, man sieht es, werden das wirkliche Halme, obwohl, wenn man näher hingeht, es sind einfach bloß Batzerl. Ja? Aber es werden dann eben, und das kommt durch dieses ewige Vor und Zurück, dass das eben wirklich eine glaubhafte, natürliche Struktur wird. Und auch obwohl die Halme in allererster Richtung ja senkrecht gehen und ganz viele meiner Striche sind senkrecht und trotzdem setze ich immer wieder auch waagrechte Striche dagegen, um einfach das zu zerstören, die Struktur. Weil wenn man jetzt wirklich die Halme alle so gerade malen würde, das sähe wahnsinnig langweilig aus und jeder würde sagen, wie schaut denn das aus? Ja. Also da ist es eben wichtig, hin und her zu malen. Normalerweise gibt es bei mir mitten in den Videos keine Werbeblöcke, aber diesmal, weil Advent ist, muss ich leider eine Ausnahme machen. Ich habe mir ja letztes Jahr von einer jungen und hippen Werbeagentur einen Werbespot produzieren lassen und den zeige ich euch jetzt dieses Jahr nochmal, weil diese junge, hippe Werbeagentur dieses Jahr keine Lust hatte, einen neuen zu machen, aber er gilt nach wie vor. Die Marketingaussage ist nach wie vor gültig. Kauft Weihnachtskarten. Was, schon wieder Weihnachten? Ich muss noch Weihnachtskarten schreiben. Thank you.
Frohe Weihnachten, lieber Jona, dein Julian. Oh, was ist das denn für eine schöne Karte? Wo hat er die denn gekauft? Jetzt bei www.breu.de. Weihnachtskarten kaufen und Freude verbreiten. Jetzt machen wir eine kurze Pause. In den seltensten Fällen male ich meine Bilder am Stück. Ich nehme sie meistens dann, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, jetzt habe ich alles ist da, wo es stehen muss und ich habe die Struktur begriffen, ich habe die Stimmung eingefangen und dann sage ich mir erst einmal, jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann nehme ich das Bild mit und hänge es bei mir in die Küche, einfach gegenüber von meinem Essplatz und dann habe ich die Möglichkeit, es so ein bisschen während ein paar Mahlzeiten so auf mich wirken zu lassen, mit ein bisschen am Abstand und auch eben in der Situation, in der ich jetzt nicht ganz darauf fokussiert bin. Und dann weiß ich schon meistens relativ bald, was ich noch machen muss, wo noch irgendwelche Schwächen sind, die ich eben verbessern möchte. Ihr seht hier, ich habe mich an der digitalen Skizze orientiert und doch habe ich einiges anders gemacht. Ihr seht hier ganz grundsätzlich, hier habe ich sehr viel mehr Himmel als da. Der Fokus lag eben da, ich sag mal, eher auf dem Himmel oder zu gleichen Teilen auf Erde, Himmel. Und hier habe ich weniger Himmel genommen. Viel Himmel und gerade so ein eher schlichterer, langweiligerer Himmel, der vermittelt manchmal das Gefühl von großer Weite, von Großzügigkeit. Es gibt Maler, die wirklich nur hier unten ganz wenig Land malen, einen riesigen Himmel haben. Manchmal wirkt es unglaublich künstlerisch. Eine interessante Perspektive, Aufteilung. Aber oftmals steht hinter dem Ganzen auch einfach nur große Faulheit, weil natürlich so ein Himmel, der ist halt auch schnell gemalt. Ne? Da muss man auch nicht so richtig viel nachdenken und so viel machen. Und gerade in dem Fall finde ja ich diese Pfütze hier unten, die in diesem Stoppelfeld steht, die ist ja gerade so interessant, weil ich hier ein bisschen diese Spiegelungen habe von den Ballen und auch der Himmel spiegelt sich drin. Eigentlich ist das mein Fokus und deswegen habe ich eben die Aufteilung ein bisschen verändert. Und wenn ich es mir genau betrachte, gerade im Vergleich hier zu meiner Skizze, sehe ich, hier sind eklatante Schwächen. Einmal finde ich hier unten, das ist zu kleinteilig. Hier habe ich ein bisschen größere Wasserflächen da drin. Wirkt, finde ich, viel schöner und erfüllt auch einen viel besser seinen Zweck. Und was ist jetzt der Zweck von dieser Wasserpfütze? Und dazu muss ich jetzt euch einmal was ganz Grundsätzliches über die Struktur und das Geschichtenerzählen in einem Bild erklären. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Ein gutes Kunstwerk erzählt immer eine Geschichte. Jetzt könnte man sagen, naja, was kann jetzt das für eine Geschichte sein? Da liegen ein paar Strohballen im Feld und das Sauweder und oben hat es ein bisschen geschneit. Was jetzt ist da die Geschichte, Bräu? Was verzählst uns da? Ja. Aber ich... Ist eigentlich komisch, weil normalerweise soll ja der Betrachter von selber draufkommen und jetzt erkläre ich es euch. Aber weil es ihr seid, sage ich es euch. Man versucht, den Blick des Betrachters einzufangen und leitet ihn einen Weg entlang zu einem Punkt, den man als den, die Hauptaussage des Bildes begreift. Das kann jetzt das Gesicht von einem Menschen sein oder ein besonderer Punkt in der Landschaft, irgendwo, ich sage mal, eine Almhütte in die Berge, irgendwo, da ist der Fokus oder Licht fällt durch Bäume durch, da ist der interessanteste Punkt des Bildes. Und dann möchte man jetzt nicht, dass der Mensch sofort diesen interessanten Weg, diesen relevanten Punkt anschaut, weil das ist langweilig, sondern er soll einen Weg gehen. Ich führe also das Auge des Betrachters durchs Bild und entlang dessen wird er sozusagen die Geschichte erfassen. Naja, die Geschichte ist in dem Fall relativ. Ja. Es ist ja kein Schlachtengemälde, wo man irgendwo sagt, ja, da ist das. Ja. Es ist ja eine ganz einfache Geschichte. Aber fangen wir an. Wo ist der interessanteste Punkt? Für mich ist dieser interessanteste Punkt dieses Schneefeld hier oben.
Da ist die Berge oben haben ein bisschen an Schnee bekommen. Der ist in der Regel ist der nur oben drauf. Aber es gibt hier ein Feld, wo der Schnee hingeweht wurde, wo er liegen geblieben ist und wo er sich stark abgrenzt. Und ganz oft sind diese Punkte von dem maximalen Interesse, die auch mit einem sehr hohen Kontrast. Und diesen Kontrast hier oben, der ist eigentlich schon ganz gut. Ich werde aber trotzdem ganz vorsichtig nochmal dran gehen. Hier will ich noch etwas verstärken. Also das ist hier mein Punkt, der für mich der ist, wo ich euch Zuschauer, Betrachter des Bildes hinführen möchte. Wenn man das jetzt ganz platt macht und jetzt einfach sagt, da haben wir eine richtig dunkle und eine richtig helle Farbe nebeneinander, da schaut der Mensch hin. Starke Kontraste schaut man sofort hin. Das liegt in unserer Biologie. Wenn irgendwo ein starker Kontrast ist, der bedeutet manchmal Gefahr, da schauen wir hin. Da passiert etwas, dass, wenn das zu stark ist, ist der Fokus sofort da und es erzählt keine Geschichte. Kann man bei ganz vielen Bildern sehen, die ein bisschen zu offensichtlich sind. Aber man muss tatsächlich das ein bisschen ausarbeiten. Und dann beginnt der Weg eben entlang der Bildelemente zu diesem Fokuspunkt. Aber was ist die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte? Es ist November. Es hat in den Bergen ein bisschen geschneit. Es ist ein unglaubliches Sauwetter. Wir haben hier einen Acker. Da war irgendwie ein Getreide, das ist abgeerntet, es hat unglaublich geregnet, der ist matschig geworden, es stehen Pfützen drin und da liegen jetzt hier eben diese Strohballen und die gammeln schon ein bisschen in der Feuchtigkeit. Die hätte der Bauer wahrscheinlich besser in die Scheune reingefahren oder eingeschweißt oder wie auch immer, die liegen da halt einfach so ein bisschen, ja, die liegen halt einfach mittendrin umeinander und eben in den Bergen liegt schon Schnee. Und für mich ist jetzt die Sehnsucht, eben aus diesem miesen Novemberwetter, nass, matschig, möchte ich entlang, praktisch über die Felder in die Berge, wo schon der Schnee liegt. Das ist mein Weg, das ist meine Geschichte, die ich erzähle. Weg vom November hin zum Januar vielleicht, wo Schnee ist, vielleicht ist da oben dann bald schon ein besseres Wetter, vielleicht reißt es da irgendwo auf, da kommt schon ein bisschen Licht da oben auf das Schneefeld. Und jetzt muss ich den Betrachter einfangen und jetzt muss ich ihn entlang gleiten lassen und ich fange ihn hier an. Da möchte ich den Blick einfangen und dazu ist es hier noch nicht geeignet, hier schon. Hier kommt ein bisschen was, wird was vorbereitet und dann kommen hier die und dann gehe ich hier entlang und gehe hier eben schau hier entlang und sehe, ah, da spiegelt sich was. Dann gehe ich hier rüber. Hier ist noch ein interessanter Punkt, weil hier sind wieder starke Kontraste, weil sich da das Licht ein bisschen fängt zu dem Dunkeln. Das ist interessant. Ich folge dieser gleichförmigen Reihe und dann habe ich diesen einzelnen Ballen. Den habe ich hier, wenn ihr seht, den habe ich weiter abgesetzt. Ich wollte dem noch einen stärkeren Fokus geben. Also ich fließe hier entlang, gehe mit dem Auge eben entlang diesem Wasser, lande jetzt hier und hier kommt die zweite ganz große Schwäche von dem Wasser. Hier geht es weiter und hier verliere ich den Betrachter. Ich muss ihn aber hier rüber lenken, eben dass er hier wieder entlang schaut. Und das ist hier deutlich besser gelöst, weil hier hört es auf. Und dann geht das Auge automatisch hier weiter zu diesem starken Kontrast an dem ersten Ballen, fährt entlang, geht hier zu dem einzelnen Ballen, der auch nochmal kontrastreich sich absetzt und geht dann hoch zum Schneefeld. Und was ich eben hier gemacht habe, ich habe das Schneefeld ein bisschen rübergesetzt, damit ich einen zweiten Bogen habe und so habe ich eine S-Linie. Und eine S-Linie ist ganz, ganz typisch, kann man in ganz vielen großen Bildern sehen, dass das Auge in einem S durchgeführt wird. So erreiche ich eben, dass ein weiter Weg
eben anhand dieser Geschichte erzählt wird. Was ich also machen muss, ist hier unten, das muss attraktiver werden, dass ich da sofort hinschaue, also starke Kontraste und auch ein bisschen was Interessantes, eben nicht so ein Gewusel da unten, so langweiliges. Hier will ich überhaupt nicht, dass jemand hinschaut, das muss absaufen, das ist gut so, da kommt dann die Signatur hin, da kann dann, wenn es einen interessiert, kann er schauen, wer das Puddel gemalt hat. Aber an sich geht er hier den Weg entlang rüber und hoch auf Schneefeld. Das ist der Weg. Also hier muss ich den Weg zumachen. Hier quasi kommt ein Stoppschild, indem ich hier was ganz arg Langweiliges hinmal. Und hier muss ich noch kontrastreicher ausarbeiten, dass eben dieser Weg gegangen wird und dann eben hoch auf Schneefeld wird. Also der darf nicht zu stark sein, dass ich eben diesen Weg auf Schneefeld noch schaffe. Das ist jetzt das, was ich jetzt als Nächstes zu tun habe. Insgesamt muss natürlich noch ein bisschen ausgearbeitet werden, aber das ist eben, was mir jetzt im Fokus steht. Ich hoffe, das war euch jetzt nicht zu langweilig und zu theoretisiert, wenn ich hier vom Geschichten erzählen bei einem Gemälde euch etwas sage. Also, dann gehe ich jetzt in die andere Kamera und dann male ich weiter. Jetzt geht es an die Verbesserungen. Also, vorne muss einfach die Pfütze ein bisschen deutlicher werden, eben nicht ganz so verspielt, sondern wirklich größere Pfützen. Und eben auf der anderen Seite, rechts oben, da mache ich es zu, dass eben das Auge nicht so weit wandert. Ich finde, es gewinnt absolut, es sieht schon viel pfütziger aus. Ja, also vorher war ich da einfach nicht zufrieden. Und man muss sich ja vorstellen, dass diese Pfützen ja einfach auch durch diese Traktorspuren auch ein bisschen entstehen. Also die sind ja auch ein bisschen aufgewühlte schwarze Erde, die man darin wiederum sieht. Und dann auch die hellen, nassen Halme, die Widerspiegelungen fangen. Da ist ja eine unglaubliche Variabilität drin, ja. Und das erreicht man eben durch die Kontraste eben. Und es wird nach vorne hin insgesamt weiter wärmer, weil das ist auch für die Gesamtperspektive wichtig. Deswegen habe ich da sehr viel rötliches Braun, vor allem vorne links. Und das soll mir eben dann den Einstieg in das Bild ermöglichen. Ja, da gehe ich jetzt das 500. Mal über diese Ballen drüber, weiß ich auch nicht. Wenn ich es mir jetzt so anschaue, es war zu jedem Zeitpunkt okay, hätte man auch schon lassen können. Ich weiß nicht, was ich mir da noch versprochen habe. Aber jetzt gehe ich hier rein und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich setze ein paar helle Linien zwischen den linken Ballen und eben dem Berg. Und das soll eben dann ermöglichen, dass das Auge weiterzieht eben in die Berge hinauf. Das ist so ein bisschen ein Trick, den man eben versucht, indem man da noch eine Kontrasttreppe zu bauen. Und ich gehe dann eben auch noch mal jetzt hier oben. Hier seht ihr, jetzt arbeite ich noch mal an dem Schneefeld und zwar gar nicht am Schnee, weil der ist schon weiß, der geht nicht mehr heller, sondern eben am dunklen Berg, damit der eben sich ein bisschen stärker kontrastiert und dann eben den Blick fängt. Und ich glaube, jetzt ist es schon da. Sehr viel mehr dürfte es nicht werden, weil sonst gelangen wir dann irgendwann in einen Kitsch hinein, wenn sich das also hier zu krass da oben verhält. Da muss man dann aufpassen. Und jetzt wieder ins Dunkle rein, um diese Lichttreppe, wenn ihr das seht, so ein bisschen über diese hinten, über das Feld so herauszuarbeiten. Ja? Also, jetzt bin ich hier noch so ein bisschen am so ein paar kleine Details hier am Himmel, aber letztendlich das Bild steht. Ja, hier bin ich nochmal drin. Gehe nochmal mit dem Hellblau vom Berg in den Wald vorne rein.
Und wenn man dann noch mal so ein bisschen runterzieht, dann kommen die Tannenspitzen schöner raus. Dann, dann werden die ja ein bisschen interessanter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich digital und analog an diesem Bild gearbeitet habe. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Alexandra bedanken, die gar nichts von ihrem Glück weiß. Bitte folgt ihr auf den Social Media Kanälen, es lohnt sich. Sie ist eine ganz liebe Freundin von mir und eine ganz tolle Bloggerin. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wie immer, ihr wisst, meine Bilder sind im Online-Shop erhältlich. Es gibt einen Newsletter, zu dem ihr euch anmelden könnt. Ich möchte auch ganz herzlich wieder meinen Patreons danken, die mich ja so großzügig unterstützen. Und auf deren Wohl trinke ich jetzt, auf deren ganz besonderes Wohl trinke ich jetzt noch eins. Auf euer Wohl sonst auch. Ansonsten bleibt's alle gesund. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost. Danke euch alle miteinander. Und wie sagt der Peter Lustig? Ausschalten.